wondrous thing. Is this the deaf con klaxon's ring? A flashing light above the door. There's just one thing it could mean. War. Oh, what is it good for? What is it good it's for? Good for you. Good for you. It's good for me. A war. What is it good for? What is it good for? Strengthens the economy. It shows the world that we've got stones. We've got stones. And carriers with fighter drones. We're only a war. Oh, what is it good for? What is it good it's for? Good for you. It's good for me. Okay. Machen wir das lieber nicht nochmal. Ja. Also. Okay, komm. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Was zum Teufel war denn das jetzt? Oh Gott. Also diese Episode hauen sie echt auf die, da geben sie echt alles. Episode 104. Ist ja richtig krass. Also damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Okay, Türe zum Lagerraum. Wow, okay. Es ist der Total War ist ausgebrochen zwischen, welche Staaten? Von welchen Staaten sind nochmal die Stullis, die Gouverneure? Ich weiß es gar nicht mehr. West, Nord und Süd. Dakota? Ja, ich glaube, es war Dakota. Die führen jetzt natürlich Krieg. Ist ja logisch. Und deswegen müssen wir zu harten Mitteln greifen. Auf geht's. Ja, na endlich! Das sieht interessant aus. Oval Office Tür. Ach so. Periskoplage. Sieh mal, Max, da im Pool des Weißen Hauses. Das ist Jimmy Zweizahn. Lobbyvertretern erlaube ich öfter, den Pool zu benutzen, Sam. Jimmy ist ein Lobbyvertreter? Was sind denn seine Forderungen? Steuerbefreiung für Käse? Nein, er fordert eine Krankenversicherung für ältere und unterprivilegierte Menschen, Sam. Er ist viel tiefgründiger, als du vermutlich denkst. Ha, krass. Daran hätte ich nicht gedacht. Okay. Der Bürgerkrieg zwischen den drei Dakota-Staaten scheint sich auszuweiten, Max. Lass sie doch erstmal die Bestände an Elchen und Minimalls für ein paar Wochen ausdünnen, dann kümmern wir uns darum. Oh, hier wird Krieg geführt, Leute. Eiskalter Krieg. Offenbar ist Bismarck in die Hände der West-Dakota-Miliz gefallen. Oh nein! Damit sind die gesamten Reserven des Landes an Schnee und Eis in die Hände der Aufständischen gefallen. Dein Mitgefühl für dein Volk ist wirklich überwältigend, Mr. President. Okay.
Oh, Kekse. Ein Teller mit Keksen. Für den anspruchsvollen General mit Rachegelüsten und einer Schwäche für Süßes. Geil. Das ist ja cool. Kaffeekanne. Hey, hier gibt es Auslesekaffee. Nur für den Fall, dass einen der Krieg noch nicht nervös genug gemacht hat. Allein hier zu sein, macht mich schon ganz hibbelig. Lass uns irgendwas in die Luft jagen. Da bin ich auch dafür. Hier ist noch ein Bild. Hier. Voll cool hier drin. So. Zielerfassungscomputer. Das klingt interessant. Kriegshandbuch. Sehr gut. Wir haben sogar einen Krieg. Hier steht überall War. Krieg, Krieg, Krieg. Die müssen für die Befehlshaber der Streitkräfte und andere wichtige Persönlichkeiten sein. Netter Bildschirmschoner. Ja, sieht sehr gut aus. Okay. Wir lesen uns erstmal das Handbuch durch. Für den Kriegsfall. Wählen Sie ein Ziel und starten Sie die Rakete. Mehr steht da nicht. Das sind sehr ausführliche Papiere. Vielen Dank. Gut, ich würde sagen, Leute, wir entscheiden hier über Tod und Leben. Und drücken mal den Knopf. Der sieht gut aus. Sieht wie ein Fernpeilsender für die Antarktis aus. Es ist so friedlich und ruhig dort. Willst du da alles in die Luft jagen? Da fragst du noch? Soll ich? Das ist schon sehr verführerisch. Nee. Da muss ich ein bisschen an Maniac Mansion denken. Da konnte man ja auch im Pool einen Knopf... War das ein Knopf? Ich glaube, es war ein Knopf drücken. Und wenn man den gedrückt hat, dann war das Spiel vorbei. Ja. Okay. Spezialdinner heute. Flambierter Pinguin. Wer hätte gedacht, dass das Washington Monument in Wirklichkeit eine selbst nachladende Abschussrampe für Interkontinentalraketen ist? Schön, dass es endlich mal nicht für schlüpfrige Anspielungen verwendet wird. Ob das wohl Einfluss auf das empfindliche Ökosystem haben wird? Ego? Klar. Mein Ego ist schon gewachsen. Ja dann, das sah ja gut aus. Nächstes Ziel. Der Peilsender im Kreml scheint nicht zu funktionieren. Vermutlich wurde er im Zuge von Glasnost abgeschaltet. Ich glaube eher, dieses faule Kommunistenpack hat vergessen, die Batterien zu erneuern. Max, das heißt faules Ex-Kommunistenpack. Da hat er recht. No. Kann ich da jetzt... Ich weiß nicht, das wäre vielleicht ein bisschen, komm. Es gibt keinen Peilsender, auf den wir die Rakete ausrichten könnten. Dann müssen Schade. Wir das eben auf die althergebrachte Weise erledigen. Mach deine Knarre bereit, Sam. Wir fliegen zum roten Platz. Vielleicht ein andermal, Kleiner. Okay, so geht's natürlich auch. Aber ich würde sagen, wir suchen uns ein anderes Ziel. Die weit entfernte, friedliche Welt Krypton. Ihre perfekte Gesellschaft mit ihren Kristallstätten und den Rabeneltern steht allem entgegen, an das wir glauben. Wir müssen sie vernichten. Ist das nicht der Heimatplanet von hier Superman? Krypton? Kryptonit? Ich glaube schon. Warum? Ich meine... Ja? Ich lasse mich nicht nochmal in die Phantomzone stecken. Oh. Kniet nieder vor mir. Ich ahne. Einschlag erfolgt. Machen wir es uns besser gemütlich, Kleiner. Einschlag erfolgt in 26 Millionen Jahren. Ja. Also ich warte jetzt, ne? 26 Millionen Jahre, wie viele Stunden sind das? Wie viele Tage sind das? Das wäre schon interessant zu wissen. Na komm. Tja, oh. Wer hätte das gedacht? Bosco hatte recht. Die Regierung hat seinen Laden tatsächlich für die atomare Vernichtung vorgesehen. Es wird ihn sicher freuen, wenn wir ihm das erzählen. Wir sollten das erstmal für uns behalten, Max, okay? Stimmt. Wir wollen ihm ja nicht die Überraschung verderben. Weil sein kleiner Laden ist natürlich auch Zielpunkt Nummer 1 der Regierung. Der ist gefährlich, der Junge. So. Verehrte Kunden, die Regale werden nun geleert. Oh oh. Das gibt's doch nicht. Boscos Raketenabwehrsystem funktioniert tatsächlich. Gut, gut, Bosco. Du bist sicher. Fragt sich nur, wie lange noch. Das sind ja super Freunde, wenn die den jetzt gerade wirklich töten wollten. Aber nicht schlecht,
Muss man schon sagen. Ich meine, für 100 Millionen. Aha. Ja. Ziel Boscos Null Service Stopp. Können wir sonst noch irgendwas machen? Noch mal eine raufschicken? Zwischensequenz. Das ist einfach nur Verschwendung von Steuergeldern. Aber es macht Spaß, Sam. Ja, so machen sie es auch immer in der... die Regierung macht es genauso. Die haben auch Spaß daran. Das frage ich mich natürlich, hat uns das jetzt irgendwie weitergeholfen? DEFCON. Ich meine, das war ja jetzt schon schön und gut. Das war ja jetzt schon schön und gut soweit. Ich habe wieder aus dem Bildschirm rausgeklickt. Ist etwas nervig, muss ich aufpassen. Ups, Moment. Nee. Okay. So. Da werden wir wieder. Es herrscht übrigens immer noch Krieg. Kriegszustände. Weizenrum haben wir immer noch dabei. Was machen wir denn jetzt als nächstes? Kamera. Oh, hallo Amerika. Ich hab dich da gar nicht gesehen. Wie ihr wisst, bin ich Maximilian der Erste, Herrscher über euer kleines Land. Unsere Grenzen erstrecken sich von der wunderbaren Küste Kaliforniens zur nicht mehr ganz so wundervollen, aber auf ihre eigene Art doch schönen Küste im Osten. Bis jetzt zumindest. Ich arbeite mit einem Stab daran, uns etwas mehr Platz zum Manövrieren zu verschaffen, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber zerbrecht euch erstmal darüber nicht weiter den Kopf. Lehnt euch einfach zurück und genießt das Leben. Tschüssi! Tschüssi! Ja, weißt du, Krieg ist gar kein Problem. Können wir jetzt irgendwie zu Bosco oder zu Boskovic? Ich meine, den Wodka haben wir ja auch noch dabei. Oder Abraham Lincoln jagen? Ich weiß es nicht. Wo geht's hin, Sam? So. Dem wütenden Lincoln hinterher. Ja. Okay, aber hier können wir ja immer noch nichts ausrichten, nehme ich an. Nee. Meine Klappe ist nicht groß genug, um ihn aufzuhalten. Ich sehe hier auch nichts, mit dem wir ihn aufhalten könnten. Dann gehen wir einfach mal zu Bosco. Vielleicht können wir den irgendwie noch ausfragen. Ich bin mir unsicher, aber was anderes bleibt uns jetzt auch nicht wirklich übrig, glaube ich. So, hier entlang. Ja. Guten Tag. Hey, Bosco. So. Sagt er uns irgendwie. Oh. Wann hast du das letzte Mal den Würstchengrill sauber gemacht? Muss nicht sauber gemacht werden. Verbessert Aroma von leckere Würstchen. Ja, man hat's gesehen. Mhm. Wie war das nochmal mit deinem Raketenabwehrsystem? Das System wird auf dem B-Tals basieren. Sobald die Finanzierung steht, werde ich jede Interkontinentalrakete abschießen können, die auf meinen Laden gerichtet ist. Hat ja auch soweit funktioniert, haben wir ja eben mitgekriegt. Finde ich auch schön, dass sie einfach eiskalt eine Rakete auf ihn schicken. Das kaufen. Wir möchten was kaufen. Da! Privatgeschäft ist notwendiges Übel. Hast du vielleicht ein paar Schneekugeln aus dem mysteriösen Wirbel? Jetzt! Gut. Danke, wir brauchen im Moment nichts. So. Wir sehen uns, Bosco.
Sieh mal da an der Kamera. Das muss der Peilsender für die Interkontinentalraketen sein, die auf Boscos Laden gerichtet sind. Ah. Wie war das? Er hat gesagt, das muss das beste Angebot für Babytücher sein, das ich je gesehen habe. Glaube ich auch. Ach, da war dieser Peilsender dran. Mann, ey. Also, das mit den Würstchen fand ich ja schon schwierig. Also, das war jetzt auch wieder eher mehr Glück als Verstand, wie man so schön sagt. Ja. Können wir den jetzt nicht einfach... Den müssen wir doch jetzt irgendwie benutzen können, um... Linken zu attackieren. Genau, das musste ich kurz überlegen. Ich habe mir eben so kurz überlegt, wollen wir nicht Dakota zerbomben? Und ich glaube nicht, dass wir Dakota zerbomben wollen. Das wäre, glaube ich, nicht so gut gewesen. Nee, wir wollen ja eigentlich im Endeffekt Linken erledigen. Können wir jetzt nicht einfach den Peilsender an ihm anbringen? Müsste das jetzt nicht funktionieren? Ich bin der Meinung. Ja, nein, vielleicht. Das wäre jetzt nicht so gut gewesen mit Dakota. Ach komm, lass mal Dakota zerbomben. Ist kein Problem. Wo geht's hin, Sam? Das sind ja Kriegszustände, so, komm. Dem wütenden Linken hinterher. Ja! Jawohl, wir haben jetzt den Peilsender zur Auswahl. Peilsender? Netter Wurf, Max. Wir sollten uns beeilen, bevor der Sender abfällt. Oder er sich den Rücken abreißt, um den Rest von sich zu retten. Tja, das könnte natürlich auch passieren. Ab zum Weißen Haus. Na dann, Mr. President, retten wir mal die Welt. Okay, ab in den Lagerraum. Der sich natürlich nur öffnet, wenn Krieg ist. Sonst nicht. Sonst kann man halt nicht rein. Ich finde das Schild hier auch schön. Ich glaube, genauso ist es im echten Weißen Haus. Wäre auf jeden Fall schon schön. Da waren sie schon. Ich habe sie eben gesehen auf dem Bildschirm. Aber macht schon Sinn, dass wir uns den Peilsender von Bosco geholt haben. Okay. Scheint so, als haftet der Peilsender noch an Lincoln. Das ist ein ziemlich ausgedehnter Wutausbruch, findest du nicht auch, Sam? Wenn er so weitermacht, wird er bis morgen ganz Washington und den Großteil von Baltimore versklavt haben. Du hast recht, Max. Trotzdem sollten wir ihn wohl aufhalten. Wir haben ja sowieso nichts Besseres zu tun. Lincoln ist am Ausrasten. Nächstes Ziel. Okay. So, dann bleibt uns nur... Ziel Boscos No Service Stop übrig, weil das ja der Peilsender von ihm ist quasi. So, würde ich sagen, Feuer frei. Mr. President? Aber gern doch. Schnell, lass uns abhauen. Sollten wir das nicht ein wenig feiern? Das dürfen wir nicht verpassen. Ihr werdet mir gehorchen. Ich bin das mächtigste Präsidentenmonument, das je erschaffen wurde. Ja, das hat noch mehr Spaß gemacht, als bei der Parade die Tauben mit Apfelmittel zu füttern. Wir haben an einem Tag zwei Präsidenten zerstört. Eine persönliche Bestleistung. Tja, damit hätten wir das Land wohl vor der Gefahr der Massenhypnose bewahrt. Was machen wir jetzt? Wie wär's, wenn wir meine Macht missbrauchen, um die Mittelschicht so weit auszupressen, dass sie ihre eigenen Schuhe zum Heizen verfeuern? Das klingt zwar lustig, aber ich dachte eher an schokoladenüberzogene Hotdogs und ein paar Schießübungen im Museum. Sam, du bist mein bester Freund. Agent Chuckles, Bericht. Statusanfrage Lincoln-Intrige 420-7. Zeitfenster für Statusanfrage abgelaufen. Fehler. 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 Und das war's mit Episode 104. Abe Lincoln must die.
Sam & Max Season 1. Save the World. Wir haben mal wieder die Welt gerettet. Ja, damit hätten wir jetzt... Die Musik ist ja auch echt geil. Damit hätten wir jetzt Episode 104 durchgespielt. Die war jetzt bisher, glaube ich, die längste. 3 Stunden 40 Minuten habe ich gebraucht. Aber wir sind doch schon relativ gut durchgekommen. Das mit dem Hotdog fand ich dann ehrlich gesagt ein bisschen... Also das war dann wirklich mehr Glück als Verstand, genau wie mit dem Peilsender, aber... Also das mit dem Peilsender, das war ja dann irgendwie noch logisch zurück zu verfolgen, aber das mit dem Hotdog, das war dann eher so ein bisschen random. Ansonsten muss ich sagen, hat wirklich, wirklich mega viel Spaß gemacht. War jetzt bisher fast die beste Episode, muss ich sagen. Also die anderen fand ich auch grandios. Muss ich sagen, also wirklich, da hat Telltale Games wirklich eine richtig geniale Reihe hingelegt. Ich meine, Sam & Max kam ja damals von der Comic-Reihe und, später dann Sam & Max Hit the Road von LucasArts. Und Telltale Games hat hier wirklich eine mega gute Reihe hingelegt. Und kann ich sonst echt nicht sagen. Macht einfach nur mega viel Spaß. Und ich hoffe natürlich, dass ihr auch viel Spaß beim Zusehen hattet. Wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder in der nächsten Episode von Sam & Max Season 1 Save the World. Die erste Staffel geht noch weiter. Also vielen Dank fürs Zusehen. Und dann noch ein herzliches Tschüssi.